Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls. Wir werden uns heute hier in diesem Gebiet weiter umsehen. Und mal gucken, wie gut wir durch das Gift hier durchkommen. Ja, also der giftige Nebel unten im Talboden, ich würde schätzen, dass das halt auch vergiftet. Deswegen werden wir auf jeden Fall warten, bis unsere Anzeige wieder leer ist. Soweit ist schon mal klar. Und ansonsten denke ich, werden wir auch mal mit einem Bogen hier versuchen, ein paar Gegner rauszupullen. Also wir können ja mal kurz gucken, wie stark das hier ist. Ah, hat schon ein bisschen was. Ah, kommst du? Ne, der möchte offenbar stehen bleiben. Okay, was wir als erstes natürlich machen können, ist mal zu gucken, ob wir irgendwas haben an Rüstungen und Ringen, was eine höhere Giftresistenz hat. 12, 5. Da haben wir zumindest mal 17, schon ein bisschen mehr. 25. Und 18. Ja, 25, hier haben wir 39. Und hier haben wir 43, ist ein bisschen mehr. Und jetzt hier 14. Mhm. 16 auf jeden Fall. Ja, nehmen wir doch mal die 16. Hier haben wir 17 noch, 19 auf jeden Fall schon mal. Okay, dann wird da wohl 19 Top-Notch bleiben. Ich fürchte, den Ring, der uns da was gibt, haben wir nicht. Ist ein bisschen schade. Und, oh, sind wir ziemlich leicht tatsächlich. Dann können wir auf jeden Fall noch den Bogen mit anlegen. Nehmen wir mal hier den Langbogen. Und dann gucken wir doch mal, wie das so läuft. Ah, ja. Ist auf jeden Fall so natürlich eine sehr angenehme und einfache Variante. Ohne jetzt groß in Bedrängnis zu kommen. Wir müssen wohl nur fähig sein, bevor die kleinen Viecher da hochkommen. Aber gut, ist noch ein Schuss, dann dürfte er down sein. Bam. Jetzt nehmen wir doch mal wieder hier. Ja, okay, das war fast klar. Sind aber One-Hits, das ist schon mal gut. Aber das Gift steigt halt trotzdem immer noch ziemlich schnell an. Wäre jetzt natürlich echt praktisch, wenn man irgendwo einen Ring zum Beispiel hätte, der einen Giftresistenzen geben würde. Aber dem ist ja wohl leider nicht so. Genau, komm du auch mal hoch. Ne, ich wollte eigentlich das Scheißbüchchen treffen. Nur falls mit dem Sprungangriff, das geht dann eigentlich fast immer. Gift voraus, ja. Das ist doch ein guter Tipp. Das ist natürlich die Frage, ob hier vielleicht irgendwo drin ein Mittel gegen Gift liegt. Also wir haben jetzt eigentlich zwei Möglichkeiten. Wir können jetzt einfach hier versuchen, so durchzurennen, alle Items zu bekommen. Und ja. Ich habe leider keine wirklich effektive Kleidung gegen Gift, also die Giftwerte, die Resistenzwerte, die ich jetzt habe, sind jetzt nicht wirklich nennenswert. Und ja. Aber wir werden mal gucken, dass wir möglichst viel von dem, boah, das war schon ganz schön knapp, Zeug einsammeln werden.
Die Höhe da hinten könnte natürlich auch sehr interessant werden. Und ganz da hinten, da werde ich auf jeden Fall vergiftet werden. Da muss ich mich dann gegenheilen. Habe ich giftiges Moos drin? Habe ich sogar. Das legen wir auch auf jeden Fall mal kurz um. Und zwar nach hier. Genau. Und wieder raus. Ist jetzt nicht besonders spannend, gebe ich zu, aber muss halt auch mal zwischenzeitlich sein, wenn die so eine Region hier hinpacken. Jetzt werde ich wahrscheinlich einfach mal vergiftet werden. Ah, scheiß doch. Das war ganz schön knapp. Aber da hinten werde ich auf jeden Fall vergiftet werden, weil ich auch keine Zwischenstelle sehe, wo halt kein Gift ist. Wie da hinten oder hier. Da konnte ich mich immer noch mal zwischenzeitlich hinstellen, um nicht vergiftet zu werden. Man muss ja auch bedenken, ich muss ja auch noch den Rückweg mit einkalkulieren. Also da hinten habe ich überhaupt keine Chance. Hat auch mal wieder geklappt. Das nicht. So. Also den da hinten bekomme ich, wenn ich Glück habe, noch ohne vergiftet zu werden, den da auf jeden Fall. Da hinten liegt auch noch was. In die Höhe, da komme ich auch rein, weil da ein Zwischengang ist, wo man nicht vergiftet wird. Da hinten wird man safe vergiftet. Das ist jetzt so meine Einschätzung. Na, hier werde ich auch schon. Ah, oh, nee, das reicht noch. Na, knappe Sachen. Bis jetzt auch nicht wirklich was Besonderes dabei. Ich hatte, wie gesagt, gehofft, dass man hier vielleicht irgendwo einen Ring finden würde, der einem die Giftresistenzen erhöht. Dass man hier ein bisschen mehr Zeit hat. Und danach geht es wohl in eine riesige, kaputte Windmühle. Sieht sehr interessant aus. Aber da müssen wir dann wohl durch. Giftiges Luftmesser, das passt ja schon mal. So, haben wir das. Luftzweig, Fackel, hier geht's auch noch weiter. Ah, da ist der Zwerg wieder. Vielleicht hat der einen Ring dabei. Nee, der hat nur den Ring dabei, den ich schon hab. Aber wir können uns mal ein bisschen giftiges Moos kaufen. Mit den Seelen können wir gerade eh nichts groß anfangen hier an dem Ort. Okay, der hat leider auch nichts zu sagen. Auf jeden Fall auch eine echte Truhe. Kruder Stein. Okay. Ja, gut. Da unten geht's auch noch weiter, tatsächlich. Will mich aber hier oben runterfallen lassen, natürlich. Steht hier Gymphoros, deshalb Steuerrad. Aha. Also ich würde sagen, wir gucken mal, was hier unten so ist. Noch eine Truhe. Und wieder raus hier und schnell unser Moos essen. Dann geht das doch. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, was ich bekommen habe, aber gut, das ist jetzt auch nicht so wichtig, glaube ich. So, jetzt fehlen uns noch die ganzen Sachen da hinten. Das wird natürlich auch noch mal ganz witzig. Aber gut, da müssen wir durch. Oh, das wird unangenehm. Wir wollen erstmal aus dem Gift raus.
Dann können wir noch ein Stückchen nehmen und dann können wir uns um das Skelett kümmern. Das war schlecht von mir gekämpft, aber egal. Dafür haben wir jetzt so ziemlich alle Sachen hier eingesammelt, bis auf eine. Die liegt hier vorne noch. Die holen wir uns gleich noch auf jeden Fall. Und dann hoffe ich einfach, dass wir hier nie wieder wirklich hin müssen. Titanitrocken. Besser als nichts auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, dass es trotzdem eine sehr giftige Gegend wird. Aber gut. Auf jeden Fall ziehen wir uns jetzt erstmal wieder um, würde ich sagen. Na, sind trotz plus 1 Verstärkung schlechter als meine. Ich wollte nur gucken, ob die einen besonderen Effekt haben. Weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich sie halt verstärkt habe. Und sie hatten ja trotzdem ein plus 1. Okay, ich nehme an, das war der Typ da vorne. Ah. Okay. Auch eine Art, jemand willkommen zu heißen. Wir gehen erstmal nach oben und gucken uns das Ganze in Ruhe von oben an, würde ich sagen. XR. Drei Rune, was ist das jetzt schon wieder? Ja, mach doch mal nicht so einen Krach hier. Keine Ahnung, finde ich jetzt gerade mal wieder nicht. Okay, aber da scheine ich ganz einfach rumlaufen zu können, würde ich Ihnen sagen. Ich scheine nicht bis hierhin zu kommen. Ja, also ich warte jetzt die beiden Schüsse ab und laufe dann da einmal rum. Also wirklich sehr unhöflich. Stellen wir uns mal kurz um die Ecke hin. Und drauf geht's. So, da kommt jetzt der erste andere Typ. Also ganz jetzt hier würde ich nur dodgen Sache teilen. Das ist nicht so unendlich schwer. Nein, falschen anvisiert. Ich wollte eigentlich schon den Typen hauen, der hier arbeiten muss. Und dann würde ich sagen, müssen wir wohl die Leiter da vorne nehmen. Das kriegen wir aber auch hin. So, elegant gedodged. Und alle. Oh. Okay. Das war Schaden. Ja. Un momento. Jetzt bewegt sich die Dame auch noch. Also hat auf jeden Fall Schaden gemacht. Ja. Im kleinen Feuerball machen die wohl verdammt viel Schaden. Oder ich habe zu wenig Feuerresistenz, kann natürlich auch sein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob im Gift alles neu gespawnt ist, aber wir kommen trotzdem wesentlich schneller durch, da wir nicht alles von vorne machen müssen. Na, menschlich sich zu machen lohnt sich jetzt, glaube ich, noch nicht. Ist alles respawned? Ja, natürlich ist alles respawned. Ja. Gut, müssen wir den Riesen erstmal wieder abschießen. Oh.
Gar kein Wallet. Eine Frechheit. Also ich möchte mich jetzt auch nicht davon treffen lassen. Ich weiß zwar nicht, wie viel Schaden es macht, aber es tut bestimmt weh. Genau, dann haben wir das auch wieder. Sind wir auch nicht so schlimm. Das wird, nein, das passt alles noch. Und dann würde ich sagen, mal einfach einen Sprint bis zu einer Seite. Wodurch wir wieder hier sind. Jetzt werden wir auf jeden Fall wieder die Eier davor erst machen müssen. Wir können es natürlich auch wirklich ganz lame bei Magier mit dem Bogen versuchen. Bis hier ins Ziel komme. Aber es macht sogar ganz gut Schaden. Hat jetzt sogar was gedroppt. Ziemlich empfindlich mit der Maus. Aber kriegen wir doch alles hin. Sollten wir noch ein paar Pfeile kaufen, merke ich gerade. Ist manchmal wirklich sehr praktisch, mit einem Bogen das zu machen. Ich bin mal gespannt, was sie gedroppt hat. Drachenaule. Oh, immerhin. Besser als nichts. Okay, dafür ist wohl der Hebel da oben bedacht. Der Hit war unnötig, aber jetzt nicht weiter schlimm. Ja gut, ich bin jetzt mal sehr auf die Gegend hier tatsächlich gespannt. Was uns hier so erwartet. Schlechtes Timing von mir. Ich hoffe, wir finden irgendwann ein Leuchtfeuer einfach, um nicht immer durch die Giftpfütze zu müssen. Hat auch was gedroppt. Wappenringen lauern, also die droppen hier echt gutes Zeug. Jetzt für Magier halt vor allen Dingen. Genau, jetzt geht das hoch. Und da ist das besagte Leuchtfeuer. Sehr gut. Da können wir uns auch was dran setzen. Ja, also von den Seelen her kommt hier nicht viel bei rum. Seht ihr vielleicht. Nicht in die Löcher fallen. Ah, okay, ich brauche irgendwas, was gerade nach unten haut, sonst wird das hier nichts. Da wäre jetzt meine Axt besser gewesen. Da ist sogar so wie so ein Riesenloot diesmal bemannt. Noch eine. Der Typ mit dem Hammer. Das sieht sehr unangenehm alles aus. Und jetzt kommt auch noch ein finsteres Geist. Eieiei. Na gut, da müssen wir dann wohl durch. Da ist er. Ich muss ja gerade so ein bisschen wegen den Löchern im Boden aufpassen. Wenn ich da nämlich runter reinrolle, bin ich RIP. Und da ich es jetzt so schön erklärt habe, wird das bestimmt gleich passieren. So, haben wir den auch einmal weg. Gibt wieder Menschlichkeit, würde ich schätzen. Ja, Menschenbild heißt das ja hier in Dark Souls 2. In Dark Souls 1 ist das einfach nur Menschlichkeit. Daher, wenn ich das sage,
Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. So. Aha. Warum muss hier überall so viel Gift sein? Ach, guck mal, hier kann man auch rein. Und da steht wieder so ein fetter Typ. Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen unschlüssig, wo ich lang gehen soll. Ob ich jetzt erst irgendwo nach unten ins Gift springen soll, mal wieder. Ich hasse das Gebiet jetzt schon dafür. Aber ich denke, wir werden uns erstmal auf dem Pfad halten, wo kein Gift ist, sondern nur ein großer Mann mit zwei Sensen. Oh, nein, sind zwei Männer. Drei Männer! Vier! Jungs, das ist doch nicht mal witzig! Das sind vier Männer. Oder, ja, keine Ahnung, was es genau ist. Männer sind es ja eigentlich nicht mehr. Die uns töten wollen. Wir machen zu wenig Schaden, um sie vernünftig zu kombonen. Außer sie machen ihren Schlag. Das wird jetzt ein bisschen gekeiter. Das wird ein bisschen sehr viel gekeiter. Ich habe auch noch gerade nicht so genau die Ahnung, wie ich die machen soll. Auf jeden Fall möchte ich erstmal volles Leben haben. Habe ich schon mal einen Treffer gelandet. Wenn wir das oft genug wiederholen, haben wir vielleicht die Chance, tatsächlich mal irgendwann einen zu töten. Und wenn sie sich jetzt so ein bisschen gegenseitig blocken. Das war jetzt schlecht, da wollte ich eigentlich hochlaufen. So, einen haben wir schon mal down. Immerhin. Und den zweiten auch. Jetzt, das hat bis jetzt ganz gut geklappt. Wie es jetzt weitergeht, ist natürlich eine andere Frage. Komm, schlagen wir mal zu. Und noch der letzte. Ui, das war knapp. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich trage die falsche Waffe. Ich habe denen irgendwie vorher mehr Schaden gemacht. Ich weiß nur gerade nicht, woran das liegt. Weil eigentlich trage ich, meine ich, das richtige Schwert. Gut, das hier macht mehr Schaden. Ist aber auch wesentlich schwerer. Das macht wesentlich weniger. Ja, ich könnte meine Axt wieder auspacken. Macht aber auch weniger Schaden. Dafür natürlich Blitzschaden und hat weniger Gewicht. Ja, was. Das hier habe ich auch noch. Nehmen wir mal unsere Halbmut-Axt. Die gefällt mir, glaube ich, besser gerade. Rote Egelpasteln. So, jetzt können wir uns hier auch mal die ganzen Dinger aufschlagen. Also Loot gibt es hier in der Gegend auf jeden Fall reichlich. Einfallspinselgewürz. Okay. Noch mehr Loot. Kann man ja nicht mal was Wertvolles finden, sowas wie ein erstes Flak und Scherbe so ein Kram. Ich könnte eigentlich auch mal hier die ganzen Wände gucken, ob das echte Wände sind oder scheinbare Wände. In Dark Souls 1 gab es eine fiese Stelle, da war hinter einer scheinbaren Wand schon eine Truhe und direkt dahinter, hinter der Truhe, war noch eine scheinbare Wand. Und das war der Zugang zu einem ganzen Gebiet. Das müsste man auch eigentlich erstmal wissen. Ah. Hi.
Ja, hätte ich den jetzt getroffen, wäre der auch tot. Aber so ist er wenigstens tot. Lag hier nicht noch was drin? Genau. Skeptikergewürz. Alles klar, wir eröffnen eine Kochstube. So, da kommen wir jetzt wieder zu unserem Ausgangspunkt. Und hier geht's ins Gift. Klasse. Wow. Schatz. Ich sehe halt da unten rein gar nichts. Werde ich jetzt mal nicht todesmutig reinspringen. Die Folge ist auch gleich zu Ende. Sondern dann würde ich sagen, checken wir ja erstmal noch keinen anderen Gang aus. Der auch ins Gift führt, so ist es ja nicht. Hi. Okay, das ist schon mal Schaden. Ich hatte jetzt eigentlich mit einem Nahkampfangriff gerechnet, deswegen bin ich nur zurückgegangen. Ich dachte, er wollte mich einfach greifen und aufessen oder sowas. Na gut, hier komme ich ja eh nicht mehr drüber. Den habe ich beim ersten Mal gekonnt übersehen und bin auch schnell genug vorbeigelaufen, dass er mich nicht, dass er die Wand nicht geschlagen hat. Sehr interessant. Hi. Also machen ja alle auf jeden Fall immer sehr viel Schaden. Dämlich. Ich bin doch überhaupt nicht menschlich. Warum werde ich die ganze Zeit von menschlichen Spielern invasiert? Scheint hier wieder ein ziemlich großes PvP-Gebiet zu sein. Weil vom Namen her würde ich sagen, war es jetzt gerade ein menschlicher Spieler. Während man invasiert wird, kann man das Leuchtfeuer nicht benutzen. Ist klar. Gut, das wird das Ende der Folge vermutlich etwas hinauszögern. Weil die sich fragen, was ich gerade mache, ich versuche ihn zu vergiften. Irgendeine Anzeige dazu wäre zwar mal toll, aber... haben sie offenbar keine Lust drauf. Umrollen. Müssen wir auch immer noch umdrehen, nicht gleich der Invasator vorbeischaut. Und wieder rollen. Haben wir noch nicht in Sicht. Und noch einen Schuss, schätzungsweise. Sehr gut. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob das... Ne, die sterben zusammen. Ich hatte überlegt, ob vielleicht der Typ, der oben drauf sitzt, dann runterspringt und man ihn noch einzeln bekämpfen muss. Ja, also ich möchte auf jeden Fall eigentlich da durch. Eigentlich kann man solche Wände doch auch immer... schlagen heute offenbar nicht. Ah. Tja, und wo mein Invasionsgeist ist, weiß ich auch noch nicht. Was das Ganze nicht besser macht. Ich bin wahrscheinlich einfach mitten im Gift drin und wartet auf mich. So da unten, wo die ganzen Viecher sind. Da vorne ist er. Ich guck gerade, wo die Feuerwerfer ist. Ich sehe sie gerade nicht.
Ich weiß auch nicht, ob das darf man. Obwohl, mein Invasionskreis müsste eigentlich rot sein. Ne, das war schon. Oh, das war schlecht. Junge, ich hab doch keinen Bock auf PvP. Noch in die richtige Richtung gucken. Ich dachte, ein bisschen am Wiesigen kriege ich das vielleicht mal so hin. Okay, das war's. Ich habe echt keine Ahnung, warum ich jetzt invasiert wurde. Ich war nicht menschlich und eigentlich wird man auch nicht invasiert. Aber gut, das war's auf jeden Fall mit der neuen Folge Dark Souls. Ich glaube, ich verbrenne meiner nächsten Folge meinen Menschen. Ich verbrenne einfach wieder eine Menschlichkeit, dass ich da meine Ruhe habe. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.